Also nochmal zurück zu der Frage, warum eigentlich der Lösungsvorschlag mit dem unbelasteten Spannungsteiler funktioniert hat. Wir haben ja die Werte einfach eingesetzt und haben das in Multisim simuliert, haben gesehen, funktioniert, obwohl eigentlich im Hintergrund falsch gerechnet worden ist. Und dazu gucken wir uns das jetzt nochmal im Detail an und versuchen da mal eine allgemeine Aussage rauszuziehen. Das geht nämlich. Und zwar starten wir nochmal. Wir sagen, wir nehmen einen 20 Milliampere Gesamtstrom an in diesem Spannungsteiler und das haben wir eben schon mal gemacht. Dann kriegen wir als Widerstandswerte eben die 90 und die 75 Ohm raus. Soweit, so gut. Wenn wir jetzt mal nach Multisim wechseln, dann ja, sehen wir hier die Anordnung und wenn ich jetzt hier auf Play drücke, wir sehen, der Spannungsteiler ist noch nicht angeschlossen. Der hängt hier wirklich in der Luft, also genauso wie das in einem Ersatzschaltbild eben dargestellt war. Dann stellen wir fest, ne, es läuft alles. Wir haben 1,5 Volt. So, jetzt gehen wir hin und schließen diesen Spannungsteiler entsprechend an die Schaltung. Und das haben wir auch eben schon mal fertig simuliert und haben auch festgestellt, dass das funktioniert. So, ich drücke auf Play und wir sehen, funktioniert 1,5 Volt. Das ist das, was wir haben wollen. Wir sehen ferner, dass hier wieder diese 20 mA Strom fließen, wo wir gesagt hatten, die wären jetzt eigentlich für den GPIO Pin zu groß. Aber es verändert sich tatsächlich nichts an der Spannung. Und das war ja die Zielgröße, die wir eigentlich hatten. Also so geht es. Nächster Schritt wäre jetzt, hinzugehen und mal den Gesamtstrom durch den Spannungsteiler kleiner zu machen. Auch das hatten wir eben schon mal ausgerechnet. Wir haben gesagt, wenn wir 2 Milliampere an der Stelle wählen, dann ergibt sich in dieser Schaltung ein Widerstand von 900 und 750 Ohm. Und auch da können wir jetzt mal nochmal überprüfen, hatten wir eben auch schon mal gemacht, was dabei dann rauskäme. Das heißt, wir gehen hier hin und wählen 900 Ohm. Gehen hier hin und wählen 1000 Ohm. 750 Ohm, wieso 1000 Ohm? So. Also hängen jeweils eine 0 an und sehen, in nicht angeschlossenem Zustand haben wir 1,5 Volt, also richtig gerechnet. Und wir schließen an und stellen fest, ja, es sind nicht mehr so ganz genau 1,5 Volt, aber doch noch sehr nah dran mit 1,47. Also man könnte auch sagen, ja, näherungsweise passt das immer noch. Also es scheint noch zu gehen. Nächster Schritt. Wir wechseln auf einen Gesamtstrom von 200 Mikroampere. Ich hoffe, das erkennt man. Also wir teilen hier eigentlich immer durch 10. Wir machen den immer um den Faktor 10 kleiner. Also von 20 Milli nach 2 Milli nach 0,2 Milli oder 20 Mikro. Das heißt, für die Widerstandswerte könnt ihr nachrechnen. Wir müssen die Widerstandswerte wieder 10 mal so groß wählen. Also zurück nach Multisim. Wir gehen hin und wählen die Widerstandswerte 10 mal so groß, das heißt, statt 900 Ohm nehmen wir 9000 Ohm oder auch 9 Kilo Ohm. Ich schreibe mal 9K hier hin. Also 9000 Ohm und statt 750 Ohm nehmen wir 7,5K oder 7500. Hier nehme ich jetzt mal 7500. So. Und wenn wir jetzt auf Play drücken, stellen wir fest, ja, es sind nicht mehr 1,5, es sind jetzt nur noch 1,3 und das ist ja jetzt schon, ja, doch merklich weniger. Also hier würde ich nicht mehr sagen, ja, passt ungefähr, sondern passt gerade so eigentlich nicht mehr. Also das heißt, wir haben die Widerstände jetzt größer gemacht und irgendwie ändert sich jetzt hier plötzlich die Spannung. Wir können jetzt auch nochmal gegenchecken, indem wir hier nochmal den Spannungsteiler abkoppeln. Und wenn wir dann simulieren, stellen wir fest, dann haben wir hier wieder die 1,5 Volt. Also das heißt, hier wird es schon etwas grenzwertig. Letzter Schritt in der ganzen Betrachtung ist, wir gehen jetzt nochmal eine Nummer runter und nehmen als Strom 20 Mikroampere. 20 Mikroampere heißt, wir brauchen einen Widerstand R1 von 90 Kiloohm, also wieder Faktor 10 hoch und 75 Kiloohm für R2. Zurück gucken heißt, hier 75K. Es dauert ein paar Sekunden. Es ist etwas laggy hier gerade. Mein Rechner scheint doch irgendwie überfordert zu sein mit zu vielen Programmen offen. Und 90K. So. Und wenn wir das jetzt simulieren, Achtung, nicht angeschlossen, stellen wir fest, jo, Spannung 1,5 Volt funktioniert also auch wieder. Wenn wir es jetzt aber anschließen,
Dann stellen wir fest, dass hier so gar nicht mehr 1,5 Volt anliegen. Hier liegen jetzt nur noch 0,8 Volt oder 860 Millivolt an. Das heißt, hier können wir nicht mehr davon sprechen, dass die Schaltung ungefähr noch funktioniert. Wir sehen also, manchmal funktioniert es, wenn wir ohne Belastung rechnen, also ich sag mal diese einfache Rechnung machen, und manchmal funktioniert das Ganze nicht.